Vor dem Spiel Deutschland-Türkei müssen unsere nächsten Gäste klären, was eigentlich Deutsch ist. Matthias Tretter, Thorsten Wagner und Philipp Weber waren bereits alle in der Sendung. Doch jetzt kommt die junge Avantgarde des Kabaretts im Dreierpack. Wir begrüßen das erste deutsche Zwangsensemble. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend, herzlich willkommen hier vom ersten deutschen Zwangsensemble. Haben festgestellt, viele Deutsche sind nicht mehr ihrer Nationalität ganz sicher. Ja, viele sind sich so unsicher, die müssen ihre eigene Nationalität auf Kleidungsstücke draufschreiben, damit sie sie nicht vergessen. Dabei schauen Sie, es ist so einfach zu wissen, wann man ein Deutscher ist. Sie müssen einfach nur von 33 Fragen 17 beantworten können. Das ist der deutsche Einwirkungstest. Der ist ganz einfach, keine Angst. Da muss man nur so Sachen wissen wie, nennen Sie drei deutsche Mittelgebirge. Hier, zum Beispiel, junger Mann, drei deutsche Mittelgebirge. Oh, das sieht düster aus. Okay, ich sag's Ihnen einfach vor, ja? Taunus, Westerwald, Fichtelgebirge. Das haben Sie wieder erkannt. Jetzt gibt's natürlich regionale Unterschiede. In Hessen werden Sie natürlich gefragt, nennen Sie drei hessische Mittelgebirge. Junger Mann. Taunus, Westerwald, nein, Günther Strack. Aber das war gut, das war trotzdem ganz gut. Das war, nein. Und das ist doch schön. Endlich ist eine jahrhundertelange Frage geklärt. Was ist Deutsch, oder? Wie kann ich Ihnen helfen? Ich komme wegen Antrag. Ihr Name? Inge, Norbert, Österreich, Norbert, Ulrich. Ach, Sie sind das. Sie haben ja schon per Post. Sie haben uns ja ganz schön auf Trab gehalten in den letzten Tagen. Trab gehalten? Bei Ihrem Antrag, da gab es noch ein paar offene Fragen. Sie haben bei Staatsbürgerschaft Deutsch angegeben. Kann es sein, dass möglicherweise Ihre Eltern oder die Großeltern nicht Deutsch waren? Also was ich sagen will, Sie sind Deutscher. Deutsch, Taunus, Westerwald, Fichtelgebirge. Harz, Schwäbische Alb, Buchenwald. Ja. Und Sie wollen wirklich zu uns? Ja. Der Einbürgerungstest war gestern. Sie haben bestanden. Glückwunsch. Und da kommen Sie gleich zu uns. Sie haben es ja ganz schön eilig. Herr Atatürk, was mich und meine Kollegen umtreibt, eine Frage. Wie sind Sie eigentlich auf die Idee gekommen, Mitglied der NPD werden zu wollen? Wegen Juden. Ach, Sie interessieren sich also für Antisemitismus? Nein, für Juden. Ja, wissen Sie, Antisemitismus ab und zu gerne, aber das ist nicht mehr unser Kerngeschäft. Das soll jetzt nicht heißen, dass wir plötzlich den Sabbat einhalten. Herr Öcalan, ich will nicht groß drum rumreden. Wir sind ja eine deutsch-nationale Partei. Deutsch, Taunus, Westerwald, Fichtelgebirge. Das ist unbestritten deutsch. Aber es geht hier doch eher um etwas Geistiges, Philosophisches. Philosophie. Schiller, Schlegel, Hegel. Was ich meine, ist eine Tradition. Tradition, Oktoberfest, Karneval in Köln, Bayreuth, Festspiele. Ja, Wagner, Beethoven, Maler, ich weiß. Maler, Dürer, Spitzweg, Hitler. Stopp! Es geht um Identität. Identität ist nicht dabei gewesen. Schauen Sie, Sie heißen Inu. Das heißt, Sie kommen ursprünglich gar nicht von hier. Verstehe, Herr Kowalski. Wie sind Sie denn eigentlich auf uns gekommen? Das stand in Zeitung. Hier. Müller. Müller! Bitte da. Heil. Stehen Sie bequem, Müller. Müller! Also, Müller!
Müller, was aus? Ne? Sagt Ihnen dieser Artikel hier etwas? Was für ein Artikel? Müller. Ach, der Artikel. Das waren doch unsere deutsch-iranischen Freundschaftsfrage. Müller. Wie kommt es, dass ein Ortsverein der Nationaldemokratischen Partei ein Kuss-Kuss-Essen veranstaltet? Ulrich, ich darf Sie das fragen, das war so. Ja, wie es war, das weiß ich. Ja, aber Sie hatten doch gesagt, die Iranis sind jetzt unsere Freunde. Und ich habe gesagt, wir unterstützen die iranische Haltung im Kampf gegen Israel und die USA. Das war's. Das heißt so lange nicht, dass man mit den Kanaken Hammel fressen muss. Wir hatten ja auch nur 300 Besucher, ne? Eben deswegen sollten wir das NPD-Profil nach außen hin wahren. Genau. Hä? Müller. Ihr Engagement in allen Ehren. Danke. Aber manche Dinge gehen einfach nicht. Fackelzüge, meinetwegen, schöne Idee. Aber nicht zum Christopher Street Day. Wieso denn? Waren noch stramme Jungs? Ja, aber war von denen die schwule Sau gewesen, hab ich gesehen. Müller. Müller, was haben Sie denn da für ein T-Shirt drum? Was für ein T-Shirt? Müller. Ach, das T-Shirt. Ja, beim Gauleitertreffen haben wir gedacht, wir wollen mal wieder in Aktion treten und... Wenn Sie weiter so starren, werde ich ganz wuschig. Gefällt Ihnen wieder nicht, hä? Hätte ich mir denken können, immer mache ich alles falsch. Wie neulich, als ich extra diese Sache für Sie organisiert habe, diese Podiumsdiskussion, genau. War Ihnen auch wieder nicht recht. Darf Sie an den Titel der Diskussion erinnern? Das tausendjährige Reich, die Highlights der ersten 75 Jahre. Wieso, stimmt doch, oder hatte ich mich verzählt? Müller, was haben Sie denn da für einen Stern auf dem T-Shirt? Was für ein Stern? Müller! Deutschland, den Deutschen und die, wo nett sind. Ja, wie der Erdelin zum Beispiel, nicht? Ganz Müller, wir sind eine deutsch-nationale Partei. Deutsch, Taunus, Messerweiß! Halt die Fresse! Aber Sie hatten doch gesagt, Kinder, mäßigt euch. Und ich habe gesagt, wenn wir die Ausländer umhauen, dann kostet uns das Stimmen. Ja, aber es bringt uns doch auch ein paar. Die haben wir bereits. Ja, aber Sie hatten gesagt... Ich habe gesagt, wir wollen in den Landtag. Aber in den Landtag wollen wir nicht mit Hammelfässern wie den da. Oder mit Russen. Genau. Halt die Fresse! Müller, wir sind Deutschland. Wir sind nicht die Kuschelrassisten mit den Wattebausch-Ressentiments. Wir laden nicht jeden Kümmeltürken zum Tee ein, um ihn dann zu fragen, ob er sich vielleicht, und wenn's gerade passt, und ganz ohne Eile verpissen könnte. Müller! Falls Ihnen das noch nicht aufgetaucht ist. Wir sind die NPD und kein eine Weltladen! Applaus und Dank an Philipp Weber, sind das erste deutsche Zwangsensemble.